Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Ganz wunderbare Worte kommen aus dem Psalm 91, aus dem ich ein paar Verse lese. Da heißt es: Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, sagt zu dem Herrn: Du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr breitet seine Flügel über dich. Ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du musst keine Angst haben vor Gefahren und Schrecken. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Jeder kennt ihn. Es gibt ihn ganz günstig zu kaufen, praktisch und klein, damit man ihn ohne großen Aufwand jederzeit mitnehmen kann. Sie wissen, wovon ich rede? Vom Regenschirm. Wie gut, wenn man ihn dabei hat, denn er schützt einen. Vor Regen und Nässe sollte einen plötzlich ein Schauer überraschen. Er kann manchmal auch vor heftigem Wind schützen, obwohl er dafür eher nicht konstruiert ist. Aber auch vor zu viel Sonne kann er schützen. Wenn es wirklich heiß ist, gibt er Schatten. Man kann das in den Südländern oft sehen. Ein Regenschirm ist ein guter Begleiter. Wenn ich unterwegs bin, geht er mit. Und wenn es so ein langer, großer Regenschirm ist mit einem Griff, dann dient er sogar noch als Gehstock und Stütze. Der Schirm kann ein Bild sein für das, was wir uns unter Gott vorstellen. Genau das beschreibt der Psalm, den ich am Anfang gelesen habe. Gott ist wie ein Schirm. Er ist ein guter Begleiter auf unseren Wegen, denn er kann uns Schutz geben, wenn plötzlich zu viel auf uns einstürmt. Er kann auch eine Stütze sein. Vor allem aber tut es gut zu wissen, ich bin nicht allein. Er beschirmt mich. Wo ich das weiß, habe ich viel weniger Befürchtungen. Fühle ich mich freier, bin zuversichtlicher. So beschreibt es der Psalm, so haben es ganz viele Menschen erfahren und so wünsche ich es ihnen. Wie Schild und Schutzwall deckt dich Gottes Treue. Du musst keine Angst haben vor Gefahren und Schrecken, denn er hat seinen Engeln befohlen, dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.